Es ist mir eine ganz besondere Freude, das heutige Gespräch zwischen Anne Fleig und Thomas Gardi einzuführen. In unserem Arbeitskreis Jüdische Literatur in Berlin-Brandenburg interessieren uns Wortkunstwerke, in denen wesentliche Herausforderungen unserer Gegenwart verhandelt werden. Daran nehmen sowohl das Werk des Schriftstellers Thomas Gardi als auch die Arbeiten der Literaturwissenschaftlerin Anne Fleig an der Freien Universität Berlin in ganz wesentlicher Weise Anteil. Zudem eint sie ihr postessentialistisches Denken über Literatur und Zugehörigkeit. Und so sind wir froh und dankbar, euch beide herzlich begrüßen zu können und willkommen zu heißen. Hallo und grüßt euch. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo auch von mir. Liebe Susanne, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Denn ich habe mich insbesondere mit einem Roman von dir, über den wir als erstes sprechen wollen, nämlich Broken German, der 2016 im Droschel Verlag erschienen ist, intensiv befasst. Und ich kann sagen, dass das eigentlich eins meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre war und ist. Und es ist auch zugleich ein Roman, von dem ich sehr viel, glaube ich, über Berliner Polyphonie und Berliner Mehrsprachigkeit gelernt habe. Und das sind Themen, die ich auch heute gerne ansprechen würde. Und ich denke, dass in diesen Themen eben auch schon angelegt ist, was Susanne Zepp gerade angedeutet hat, nämlich eine besondere Verarbeitung historischer Erfahrung mit ihren Folgen für die Gegenwart. Und wenn ich darf, würde ich jetzt sehr gerne auch mit Berlin beginnen, denn wir sind hier in Berlin in unseren Arbeitszimmern und Berlin ist eben auch der Schauplatz des Romans Broken German. Und es würde mich zunächst einfach mal interessieren, Thomas, wie lange bist du schon in Berlin und wie nimmst du das Berlin der Gegenwart wahr? Das erste Mal bin ich nach Berlin gekommen, das war so 2004, 2005. Habe ich in Berlin 2 Jahre gelebt. Dann bin ich wieder von Berlin und dann nach Tel Aviv ausgezogen, angezogen. Kommt auf der Richtung an. Und jetzt bin ich in Berlin nochmal seit 2,5 Jahren. Für mich ist der Raum in Broken German, das stimmt, dass es viel Berlin in dem Buch gibt. Berlin ist auch der Ort, wo ich das Buch zum ersten Mal konzipiert habe und einfach gedacht, okay, das kann man so ein Buch schreiben. Für mich ist aber der Raum, in dem das Buch stattfindet, der Roman stattfindet, ist ein sprachlicher Raum. Und das ist es findet statt in einem deutschsprachigen Raum. Und da sind unterschiedliche Erinnerungen und Fantasien, die für mich mit meiner Jugendzeit in Wien zu tun haben und so Wiener Erinnerungen und Erfahrungen, dann Berliner Erfahrungen aus der 2004-2005, auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, während ich auf einem Arbeitsstipendium in Graz war, in Österreich. Und das stimmt, dass um einen Sprachraum zu verkörperlichen oder ein materielle Eigenschaft zu geben, ist Berlin ein wichtiger oder der Hauptort für dieses Roman. Es ist zwar der Berlin von 2004, die ist schon jetzt ein bisschen anders als Berlin von heute.
Man merkt vielleicht auch, dass es sozusagen verschiedene Schichten der Berlin-Erfahrung in deinem Text gibt. Ich finde interessant, dass du gesagt hast, erstmal ist es vor allem ein sprachlicher Raum, denn man kann sich natürlich auch fragen, inwiefern Sprache von bestimmten Orten geprägt wird. Und manche Szenen könnte man sich sicherlich auch gut in Wien vorstellen oder in anderen vergleichbar internationalen, mehrsprachigen Orten. Gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, ob es etwas gibt, was vielleicht auch ein Spezifikum ist. Ich hatte den Eindruck, dass in dem Text doch auch bestimmte Erfahrungen von Migration, auch Flucht verarbeitet sind, die eben auch spezifisch vielleicht an die Situation nach dem Mauerfall in Berlin gebunden sind und an weitere Entwicklungen, die sich daraus ergeben haben oder damit verbinden. Ja, ich als 2004/5 bin ich habe ich mit meiner Frau hier in Berlin gelebt, ziemlich nah an Hermannplatz, Sonnenallee, Neukölln, diese Ecke. Und da wohne ich auch jetzt, in dieser Gegend. Und das war damals und ist immer noch ein Ort, wo damals habe ich so sehr, sehr viele, habe ich diese Polyphonie, dass ein Roman macht, habe ich auf der Straße erlebt. Und das erlebt man eigentlich überall, wenn man ein Ohr davor hat oder eine Zuneigung oder eine Lust auf diese Mehrstimmigkeit sozusagen. Die existiert natürlich überall und existiert natürlich auch in Jerusalem, wo ich gewohnt habe, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Da hat aber die Jerusalem-Polyphonie hat mich irgendwie nicht dazu gebracht, so ein Buch auf Hebräisch zu schreiben. Ich glaube, meine Positionierung in diese Polyphonie auf der Sonnenallee war für mich interessant und aufregend. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, wie wäre es, so was in einem Roman auf diesen Sprachen zu schreiben. Das war aber damals, ich war schon ein schreibender Mensch, aber es war aber bevor ich irgendein Buch geschrieben habe. Und das war dieser Gedanke war zu früh oder zu unreif, um so ein Roman als erstes Buch zu schreiben. Dann bin ich wieder nach Israel eingezogen und habe da mein erstes Buch geschrieben, Steinpapier. Und nachher konnte ich Broken German schreiben. Ich glaube, was auch in Broken German existiert, was man nicht gleich sieht, ist Tel Aviv in diesem Roman. Es existiert ja nicht als Ort ausgesprochen, weil es alles auf Deutsch ist und so. Aber ich habe die meisten Teile dieses Romans habe ich in Tel Aviv geschrieben, basiert auf Erinnerungen und Erfahrungen von der Ferne. Und es ist auch diese Ferne, dass eine wichtige Rolle hat und ziemlich und ein paar Figuren, die in dem Roman existieren, in Berlin, habe ich eigentlich von meinem Tel Aviver Leben in dem Berlin-Roman so reingenommen. Sind sie auch so literarische Migranten in diesem Buch. Vielleicht sprechen wir dann noch mal weiter über den sprachlichen Raum, was du gleich zu Beginn auch stark gemacht hast. Und insbesondere über die Sprache von dem Text ist ja auch schon ganz viel
diskutiert worden. Und jetzt fällt mir auf, dass du auch noch mal gesagt hast, mehr Sprachigkeit, mehr Stimmigkeit, was man auf der Straße hört. Das war auch der Grund, warum ich nach Berlin gefragt habe, ne? Weil ich das Gefühl habe, das ist das, was man hier wirklich auch auf der Straße hören kann. Und dass auch diese klangliche Dimension eine besondere Rolle spielt, dass man das wahrnehmen kann, dass es eine Differenz von gesprochener und geschriebener Sprache in dem Text gibt, dass es aber eine starke Orientierung eben an Mündlichkeit gibt. Und andererseits aber natürlich auch klar ist, es sind auch verschiedene Sprachen im Spiel, jetzt mal ganz abgesehen von dem englischen Titel, aber es sind auch in dem weiteren deutschsprachigen Text Türen für andere Sprachen offen. Und es ist ja interessant, dass sich ganz unterschiedliche Figuren, die offensichtlich aus unterschiedlichen Orten und Ländern kommen und sich vielleicht auf der Sonnenallee treffen, dann doch eine Sprache miteinander sprechen. Ich glaube, die Sprache in diesem Roman ist keine mimetische Sprache. Das ist nicht eine Mimetik von, okay, wie spricht der Türke und wie spricht der Araber und wie spricht der israelische Jude und wie spricht der Deutsche. Das ist nicht so und das kann ich auch technisch nicht machen und hat mich auch nicht interessiert. Ich glaube, dass die sprechen alle in dieser literarischen Stimme, dass ich für mich als schreibender Mensch auf Deutsch entwickelt habe, um diesen Roman zu schreiben und um als ein Schriftsteller, ein Künstler in dem deutschsprachigen Raum zu bewegen, zu agieren, zu sein. Das ist auch eine Besonderheit, die Sprache in diesem Roman ist auch eine Besonderheit in dem Sinne, das ist keine Sprache von einer Kollektiv in Berlin. Es gibt auch Menschen, die schreiben Literatur so auf Türkendeutsch oder solche Beispiele, die schön sind und gut sind und interessant, aber es gibt ja kein Deutsch von die jüdisch-israelische Kollektiv sprechen in Berlin. Dann ist es eine ziemlich individuelle Sprache und keine kollektive Sprache, die gibt es nicht mehr. Das ist ein Eindruck, als könnte man das hören. Und gleichzeitig ist es eben, wie du gerade gesagt hast, literarisches Schreiben. Oder man könnte auch, glaube ich, sagen, es ist eine Kunstsprache in diesem Roman, die eben genau nicht mimetisch ist und nicht einzelne Gruppen zum Beispiel abbilden will. Und in dem Sinne hatte ich mich eben gefragt, was das für eine Diskussion ist, wenn über Mehrsprachigkeit und so weiter hier diskutiert wird. Umgekehrt natürlich auch darum, inwiefern ist das überhaupt Deutsch? Ja, das ist ja sozusagen die Kehrseite. Und dass es hier eben um sozusagen eine eigene Sprache gibt, die aus dieser Verbindung aber entsteht und die dann doch wieder bei aller Mündlichkeit oder klanglichen Qualität eben spezifisch an das Schreiben gebunden ist. Ich weiß nicht, wie es ist, das Buch auf Deutsch zu lesen, aber ich weiß bestimmt, dass es nur existiert, diese Sprache existiert nur in einem Zusammenhang oder in einem Vergleich zu einer Sprache, die in dem Roman nicht existiert. Und das ist die standarddeutsche Sprache. Ja, die existiert nicht in dem Roman, die ist nicht da zu sehen, kein einziges Mal.
Aber die ist immer draußen und in einer unausgesprochenen Auseinandersetzung miteinander. Ich habe mich selbst oft gefragt, wieso das Buch so unübersetzbar ist. Es gab einen Versuch, das Buch oder ein Kapitel aus dem Buch ins Hebräisch zu übersetzen. Das ist interessant. Und dann gab es auch noch einen Versuch von einem italienischen Übersetzer, es ins Italienisch zu übersetzen. Ich glaube aber, dass die ganz konkrete, weil du auch über Geschichte und Geschichtserfahrung sprechen willst. Und ich glaube, die Beziehungen, was passiert, wenn eine jüdische Protagonist auf gebrochene Deutsch in der 21. Berlin spricht und erzählt, und die Beziehungen zwischen den Sprachen, die gebrochene Sprache in dem Buch, die gebrochenen Sprachen in dem Buch und das standardisierte Deutsch draußen, diese Beziehungen machen ganz viel aus, für was das Buch ist. Und diese Beziehungen zwischen gebrochenen Arten von Deutsch und einem Standarddeutsch und der jüdische Erzähler da, sind ganz anderes, wenn es zum Beispiel auf Italienisch ist. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, was ist denn totes Deutsch? Du hast das eben einmal so en passant gesagt, habe ich das richtig verstanden? Tatsächlich hört ja das Deutsch, hört ja auch dein Text damit auf, dass nochmal die Lebendigkeit von Sprache geradezu besungen wird. Aber was wäre denn tot oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe totes Deutsch gesagt? Ja, habe ich so vielleicht falsch verstanden. Für mich als junger Mensch in Israel aufgewachsen, war Deutsch, ich meine, dass bis ich 12, 13 gewesen bin, da bin ich nach Österreich emigriert und dann hat es geändert. Irgendwie, aber bis dieser Alter ist Deutsch die Sprache von die Täter und die Sprache von Tod. Es dauert sehr, sehr lange zu verstehen, dass viele Opfer auch Deutsch waren. Entweder deutsch-jüdisch oder deutsch-nicht-jüdisch. Und dass Deutsch nicht nur die Tätersprache ist, sondern auch die Opfersprache ist. Und das kann man nicht so klar grenzen, obwohl das ist die israelische Politik. Und damit wird man in Israel erzogen. Und obwohl ich jetzt weiß, dass Deutsch nicht die Tätersprache ist, weil Deutsch sprachen auch viele von den Nazi-Opfern, ist es immer noch sehr tief in mir. Und ich weiß es intellektuell, aber inhaltlich schaffe ich es nicht, so für mich wirklich zu verinnerlichen und zu begreifen. Das hat vielleicht zu tun mit dem Standarddeutsch oder mit Amtsdeutsch, was wirklich furchtbar ist. Also das ist sicherlich etwas von den verschiedenen Brüchen, die auch in Broken German angelegt sind und sehr deutlich werden. Wogegen sich aber auch eben diese Lebendigkeit behauptet. Vielleicht
Wollen wir versuchen, wo du gerade schon von der Amtsstube sprachst, auch noch über deinen nächsten Roman zu sprechen? Wir wechseln jetzt zu dem Text, der nach Broken German erschienen ist, und zwar zuerst in hebräischer Sprache 2017 und dann 2019 unter dem deutschen Titel Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück. Ein Titel, der auch sofort deutlich macht, dass hier Leserinnen und Leser direkt angesprochen werden. Und die Amtsstube, von der ich gar nicht den Eindruck hatte, dass sie sich so komplett von deutschen Ämtern vielleicht unterscheidet, ist das Arbeitsamt, wo ein Protagonist sich als Arbeitsloser meldet und für die Anerkennung anfängt, Geschichten zu erzählen. Und das ist sehr schön. Und ich hatte den Eindruck, dass es doch so eine heimliche Fortsetzung von Broken German gibt, zum Beispiel in der Frage danach, was hier eigentlich der rote Faden ist. Immer wieder gibt es ja hier auch so ein bisschen wie in dem Roman Broken German Erzählungen, die um sich so kreisen und dann kommt noch eine Figur dazu und manchmal denkt man auch, die sind so ein bisschen austauschbar. Das sind so Stimmen vielleicht auch. Das ist etwas, was ja auch, wie wir gerade gesagt haben, in dem ersten Text wichtig ist. Und dann kommt eben wieder die Suche nach dem roten Faden. Was heißt das? Und ist das im Hebräischen auch eine Formulierung, das ist, dass es den roten Faden einer Geschichte gibt? Man sagt Chuta Machshava. Das ist der Gedanke, wenn ich meine Gedanken verliere, habe ich den Faden meiner Gedanken verloren. Verloren. Ah ja, okay. Eigentlich ist es eine Art Eifersucht an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die eine simple Story schreiben können. Aha. Ich finde das sehr schön. Ein Anfang, eine Mitte und ein Ende. Alles gut. Ich meine es nicht zynisch oder ironisch. Ich finde es wirklich schön. Das ist aber nicht, wie ich funktioniere. Es ist nicht, wie ich denke. Das ist nicht, wie ich das Welt wahrnehme und das der Welt spüre. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Und ich bin tatsächlich auf eine ständige Suche nach einem roten Faden. Der neue Roman heißt Eine runde Sache. Und das ist auch so eine Auseinandersetzung mit dieser Wunsch nach einer heile Form. Was schön ist und geschlossen ist und es schützt uns und gibt uns Sicherheit. Aber ist auch kreisrum. Ja. Genau, das ist auch das, was ich jetzt gerade denke. Aber ich freue mich, dass du uns jetzt schon den neuen Titel verrätst und ankündigst. Darauf können wir uns sicherlich sehr freuen. Mein erster Gedanke ist jetzt aber auch, es ist eben gerade keine folgerichtige Bewegung, sondern etwas, was sich dreht und insofern auch verlieren kann, oder? Eine runde Sache ist vielleicht so etwas, von dem man auf den ersten Blick denkt, das ist jetzt abgeschlossen, es ist rund und gleichzeitig dreht es sich aber vielleicht auch immer weiter. Und es kommt mir vor, dass gerade dieses Nicht-Lineare so wichtig ist. Und das ist auch, dazu gehört zum Beispiel auch das Moment der Wiederholung, was, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das etwas erläutern, inwiefern das in dem neuen Text auch eine Rolle spielt. Naja, es gibt diese berühmte Marx-Zitate über die Geschichte, die sich wiederholt und einmal als weggeht, als Tragödie und einmal als Farce. Als Farce. In einer runde Sache sind das eigentlich zwei, das ist ein Roman in zwei Teile. Und der ist konzipiert
Den habe ich konzipiert von den Erfahrungen, die ich hatte, von meinen ziemlich vielen Lesungen aus Broken German. Als ich von Broken German gelesen habe, wurde ich auch gefragt, wenn du Hebräisch sprichst und Hebräisch schreibst, warum schreibst du eigentlich auf Deutsch? Warum, wenn dein Deutsch so gebrochen ist und dein Hebräisch ist wahrscheinlich perfekt, warum machst du das? Die Antwort, ich habe darüber nachgedacht und die Antwort, dass ich für mich entwickelt habe und dann auch an das Publikum gesagt habe, war, dass meine Erfahrungen auf Deutsch sind total anders als meine Erfahrungen auf Hebräisch und meine Sprache ist anders. Und so ist auch meine Fantasie total anders. Und wenn ich auf Hebräisch schreibe, bringt es zu total andere Bücher und Geschichten, als wenn ich auf Deutsch schreibe, weil es sind andere Welten, andere Erfahrungen, andere unterschiedliche Fantasien. Und mit dieser Frage ging ich rum und habe es sehr, sehr oft an unterschiedlichen Bühnen erzählt. Aber dann habe ich angefangen, diese Frage zu nicht mehr total zu glauben, dass es wirklich stimmt. Etwas stimmte, aber etwas stimmte auch nicht ganz und gar. Das war irgendwie zu glatt und zu schön, zu rund. Und dann, hatte ich die Gedanke oder der Wille, etwas zu nehmen, einen Kern von einer Idee oder Gedanke oder Gefühl und dieser Kern zweimal zu entwickeln. Einmal dieser Kern in Prosa auf Hebräisch zu entwickeln und einmal dieser Kern und dieser Kern auf einem Deutsch zu entwickeln und zu sehen, wie dieser eine Kern sich spaltet und verzweigt und was für ein Sprachraum, Klangraum entsteht zwischen diese zwei Teile. Und eine runde Sache, das ist eine runde Sache. Eine runde Sache ist da habe ich diese eine Kern, es ist eine Entwicklung von dieser Kern an meinem Deutsch im ersten Teil des Buches. Und der zweite Teil des Buches ist eine Übersetzung ins Deutsch von was ich auf Hebräisch geschrieben habe. Ja? Ist es verständlich? Ist es klar? Das heißt, ein Teil, du hast zwei Teile geschrieben, einen auf Deutsch und einen auf Hebräisch. Und in dem Buch gibt es einmal dein Deutsch und dann das Deutsch einer Übersetzerin aus dem Hebräischen. Und kommt das Hebräische gar nicht vor? Nein. Die Stories, das Geschichte findet statt, total anderer Ort. Das ist eine andere Figuren. Das sind andere Geschichten, das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Die sind aber eine Wiederholung von sich selbst auf irgendeine Art. Ah ja. Mhm. Und der erste Teil ist eine Farce und der zweite Teil ist eine Tragödie. Mhm. Umgekehrt zu dem Marx-Zitat. Das ist interessant. Das ist natürlich auch nochmal interessant mit Blick auf die beiden zugrunde liegenden Sprachen, welche als Tragödie und welche als Farce wiederkehrt in deinem Text. Und es ist sicherlich interessant mit Blick auf die Frage, die wir auch schon hier berührt haben, zumindest, wie das Übersetzen funktioniert. Denn eigentlich sind dann jetzt ja auch wieder verschiedene Stimmen dort gegeben, also einmal deine Stimme in verschiedenen Sprachen und dann noch die Stimme der Übersetzerin. Damit ist das Thema ja auch angesprochen und auch die Frage, ob das eine runde Sache überhaupt werden kann oder ob es immer etwas Unrundes auch gibt in Übersetzungen, weil es immer vielleicht auch offen bleibt oder eine Bewegung einfach ist. Ja. Ja, und es stimmt auch, was du über
vorhin über Broken German gesagt hast, das ist auch, das ist sehr viel Übersetzung drin. Ich schreibe, wenn ich auf Deutsch schreibe, schreibe ich mit sehr, sehr viele offene Wörterbücher vor. Und ich glaube auch, der Satzbau in Broken German ist oft sehr an dem hebräischen Satzbau nah. Orientiert. Und mich würde noch interessieren, ob du auch überlegt hast, oder auch vielleicht mitgewirkt hast, deinen eigenen hebräischen Text ins Deutsche zu übersetzen. Oder hast du gesagt, nee, das soll bitte die Übersetzerin machen? Wow. Na, ich glaube nicht, dass ich es überlegt habe. Ich glaube, der Sprachniveau in dem hebräischen Teil von dieses Roman zum Beispiel, von einer runden Sache, ist viel zu hoch Okay. für meine Deutschkenntnisse. Das hätte ich nie geschafft. Ich meine, etwas hätte ich geschafft, aber ist auch ein spannender Versuch, hätte sein können, aber das wäre sehr, sehr weit weg. Also eine sehr, sehr entfernte, Ja. sehr, sehr ferne Reise, sozusagen, Bewegung. Ich hab mit Anne Brickenhauer gestern so die letzte Korrekturen gemacht auf dem Roman. Und sehr oft musste ich sie fragen, weil wir haben an dem deutschen Fassung gearbeitet und ich musste sie sehr oft fragen, was bedeutet dieses Wort auf Deutsch? Was dieses Wort, das ist ein Wort, das ich nicht kenne. Ich werde mich langsam anfangen zu üben, aus diesem Roman laut zu lesen vor Publikum. Und aus meiner Erfahrung von Broken German als Vorleser und aus meiner Erfahrung von Vorlesen aus Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück, was auf Deutsch eine Übersetzung ist, das Lesen, das Lautlesen oder Vorlesen von Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück, war für mich viel, viel komplizierter, Ja. weil es ja nicht mein Deutsch ist. Und nicht meinen Satzbau und nicht meinen Wortschatz und wow, was ist dieses Wort? Wie kann man das aussprechen und so. Ja. Eine ganz andere Erfahrung. Ja, das glaube ich. Das ist interessant. Vielleicht könnt ihr auch zusammen mal lesen dann mit der Übersetzerin. Also da. Ich liebe es, mit Anne Birkenauer auf einer Bühne zu sitzen. Schön. Sie ist eine tolle Übersetzerin. Ja, vielleicht kann ich mich an dieser Stelle erst einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Euer Dialog und die Aktualität der von euch angesprochenen vielsprachigen Konstellationen, die berühren natürlich zentrale Fragen, die uns nicht nur im Arbeitskreis, sondern im Selma Sternzentrum insgesamt beschäftigen. Dafür möchten wir uns bei euch sehr bedanken. Bei dir, liebe Anne, und bei dir, lieber Tumme. Und wir freuen uns sehr auf dein neues Buch.